Jo, hallo und herzlich willkommen zum Talk Containerisierung, Einführung und Hands-on. Schön, dass ihr alle so zahlreich in der Früh, auf einen Samstag in der Früh erschienen seid. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Christoph Uhrann. Ich bin Senior Researcher, also bin mittlerweile seit 10 Jahren an der Fachhochschule Kärnten beschäftigt und da unter anderem Mitglied der Forschungsgruppe Roadmap 5G. Und da beschäftigen wir uns eben großteils damit, dass wir irgendwelche Applikationen, in unserem Fall sind es Smart City-Applikationen, in moderne Kommunikationsnetze einbetten. Das kann man sich eigentlich so vorstellen, dass wir bei uns ein Campus-Netzwerk haben, ein Campus-5G-Netzwerk. Und da versuchen wir verschiedene Applikationskomponenten von zum Beispiel Smart City-Applikationen so zu deployen, dass es möglichst vorteilhaft für den Benutzer ist, dass der möglichst latenzfreie Kommunikation zustande kriegt und so weiter. Und aus dem Hintergrund ist auch dieser Talk entstanden. Containerisierung spielt dabei eine große Rolle. Und ja, das würde ich euch heute gerne mal zeigen. Der Vortrag wird teilweise ein bisschen Software Engineering lastig sein, teilweise ein bisschen Infrastruktur lastig. Deswegen kurz die Frage: Wer von euch hat denn beruflich, privat mit Software Engineering zu tun? Ja, das habe ich mir gedacht. Sehr gut, sehr gut. Also der Großteil, würde man sagen. Gut. Ganz kurz zum Überblick über diesen Talk. Es wird zuerst einmal, also ich werde zuerst einmal einen kurzen Einführungsteil machen, wo es eben darum geht, wie man früher, und mit früher meine ich vor 5 bis 10 Jahren, Applikationen entwickelt hat. Das waren eben großteils so monolithische Applikationen, also große Applikationen aus Anguss. Und wie man es eigentlich heutzutage machen sollte, dass man eben Microservices dazu verwendet oder Microservices programmiert. Dann werden wir ganz kurz den Unterschied zwischen virtuellen Maschinen und Containern aufdecken und das einmal kurz erklären. Danach geht es in Richtung, wie man eine Applikation jetzt tatsächlich containerisiert, das heißt, wie man Applikationen in Container einbettet. Und dann zeige ich euch ein kleines Beispiel. Erstens einmal, wie man, wie gesagt, eine Applikation in einen Container einbettet und wie man dann eben auch mehrere Container zu einer zusammenhängenden Applikation zusammenbaut. Wenn es dazwischen irgendwelche Fragen gibt, bitte gleich melden. Das wird etwas interaktiver, das Ganze. Gut. Den Screenshot kennt von euch, oder die Webseite kennt von euch wahrscheinlich jeder. Amazon Produktwebseite. Das heißt, man kann auf dieser Webseite eben Produkte kaufen. Ganz allgemein schaut so aus, oder für einen Laien schaut es wahrscheinlich so aus, dass das Ganze eine große Applikation ist. Das heißt, im Hintergrund irgendwo in der Cloud gibt es eine große Applikation und diese Applikation wird eben dort zum Browser transportiert. In der Realität ist es aber gar nicht so. In der Realität besteht diese Applikation aus sehr, sehr vielen Sub-Applikationen. Man sieht da oben zum Beispiel die Suche. Die Suche ist im Hintergrund, das werde ich später noch einmal kurz erklären, im Hintergrund eine eigene Applikation, eine eigene abgeschlossene Applikation mit seinen eigenen Interfaces. Dann gibt es zum Beispiel die Werbeapplikation, also den Werbebereich da oben. Und dieser ist wiederum eine eigene Applikation. Auch die Bilder, die man in der Produktbeschreibung sieht, das ist eine eigene Applikation. Das heißt, da gibt es irgendwo eine Applikation, die auf einen File-Storage zugreift und dort dann entsprechend eben die Bilder zum Client transportiert. Das Gleiche gilt für die Finanzierung, die es seit Neuestem gibt. Das Gleiche gilt für die Kaufabwicklung und so weiter. Das heißt, das sind alles zusammen kleine Mini-Applikationen, die dann für den Benutzer aussehen wie eine große Applikation aus einem Guss. Gut. Und früher eben, wie früher angekündigt, hat man Applikationen aus einem Guss erzeugt. Das heißt, das nennt sich eine monolithische Applikation. Und diese monolithische Applikation, ganz kurz zur Wortherkunft, ein Monolith, das kennt man vielleicht, das ist eigentlich ein großer Stein, ein großer Granitblock eigentlich von der Wortherkunft. Und daher kommt dieser Ausdruck eigentlich. Wie gesagt, das ist eine Applikation aus einem Guss, die ist meistens in der gleichen Programmiersprache geschrieben. Ihr kennt das vielleicht. Früher hat man Applikationen geschrieben, die waren großteils in der gleichen Programmiersprache. Wenn sich ein Team dafür entschieden hat, eine Web-Applikation zu schreiben, dann haben sie sich vorher entschieden, gut, wir verwenden dafür zum Beispiel PHP. Und bei dem bleiben wir dann. Das heißt, das ganze Team entwickelt dann in dieser Programmiersprache. Und das ganze Team entwickelt auch auf der gleichen Codebase. Natürlich mit einem Versionierungssystem dahinter. Das heißt, jeder kann seine Merge-Requests und Pull-Requests einbringen und so weiter. Aber
großteils ist es die gleiche Codebase. Das heißt, alle manipulieren, alle pushen am gleichen Code herum. Und das ist natürlich nicht so, wie man es heutzutage in der Softwareentwicklung eigentlich machen sollte. Der Vorteil von dem Ganzen ist natürlich, dass es eine nahtlose Integration gibt. Das heißt, man hat einen großen Code, man hat ein großes Programm, da kann man untereinander Aufrufe machen, so wie man das gewohnt ist. Es ist relativ einfach. Das heißt, das hat natürlich auch Vorteile. Das Deployment ist auch, oder die Entwicklung an sich ist auch sehr einfach. Die Entwickler reden unter sich und jeder programmiert halt an seinem Teil herum. Und das Deployment ist sehr einfach. Man hat eine Codebasis, die schiebt man dann auf irgendeinen Server oder schiebt das auf irgendeinen Rechner. Und dann läuft das. Ist eigentlich keine große Herausforderung. Und der weitere Vorteil ist, unter den Komponenten hat man eine sehr overheadfreie Kommunikation, also sehr, sehr effiziente Kommunikation. Es gibt schon einige Vorteile von diesen klassischen monolithischen Applikationen. Allerdings, und jeder, der schon einmal Python programmiert hat und verschiedene Python-Sachen verwendet hat, der kennt das Link-Build da sehr gut oder der kann dazu sehr gut relaten. Das ist die sogenannte Dependency-Hell. Man hat irgendwo eine Python-Entwicklungsumgebung installiert mit Gott bewahre Python 2.6. Da hat man dann irgendeine Bibliotheken dazu installiert und das funktioniert alles ganz gut. Und dann will man das irgendwo integrieren in eine andere Software oder man hat irgendeine Bibliothek, die nur mit Python 3 kompatibel ist. Das wird irrsinnig kompliziert. Genau diese Bibliotheken, das ist eben dann die große Herausforderung, weil Bibliotheken teilweise von anderen Bibliotheken abhängen und von diesen anderen Bibliotheken wiederum in anderen Versionen. Und da sieht man dann schon sehr gut diesen Teufelskreis, wo sich dann ein Entwickler sehr, sehr schwer tun kann. Und da sieht man dann auch, dass so, wenn man kleine Änderungen macht, irgendwo im Programm, dann ja, kann das sehr große Auswirkungen haben auf das Gesamtsystem. Das heißt, es kann sein, dass man das Gesamtsystem komplett umbauen muss, nur weil man eigentlich eine für den Benutzer kleine Änderung durchführen sollte. Und so etwas will man natürlich vermeiden. Das ist eh klar. Übrigens, wer es nicht kennt, auf der linken Seite, das sind die XKCD-Comics von Randall Munroe. Die sind sehr, sehr witzig und sehr interessant zum Anschauen. Jeder, der sich mit Entwicklung von Applikationen oder überhaupt mit Technik beschäftigt, der wird mit der Webseite sehr viel Freude haben. Gut, jetzt würde ich euch gerne ein Beispiel geben aus meinem eigenen Alltag. Das heißt, wir haben selbst natürlich an unserer Forschungsgruppe werden Applikationen entwickelt und das ist zum Beispiel eine Applikation, ich sage jetzt nicht dazu, welche Applikation das ist, aber das ist eine Applikation, die ich noch nicht containerisiert habe. Das heißt, genau das, was ich jetzt predige, habe ich bei dieser Applikation noch nicht getan. Deswegen war das ein perfektes Beispiel, um eben zu zeigen, wie schwierig das eigentlich ist, wenn man jetzt an eine monolithische Applikation programmiert hat, was für eine Probleme man da haben kann. Ganz kurz zu dieser Architektur da. Es gibt irgendwo ein Ubuntu-System. Das ist Ubuntu-Version, wo ich jetzt an die Version nicht dazu sagen möchte, weil ich mich sonst schämen müsste, also relativ alte Ubuntu-Version. Darauf haben wir einen Webserver installiert mit PHP, mit verschiedenen PHP-Bibliotheken und so weiter. Und da gibt es dann eben eine uralte PHP-Webseite drauf. Das heißt, irgendeine Webseite, die auf die Datenbank zugreift und dieses System irgendwie managt. Dann gibt es dazu natürlich auch noch eine MySQL, also eine Datenbank, mit dem dieses PHP auf der einen Seite interagiert und auf der anderen Seite das Java-Programm, auf das ich später zu sprechen komme. Das heißt, diese Komponenten sind relativ miteinander verschränkt. Gibt es eine MySQL-Datenbank, da sind die Daten abgespeichert. Und dann gibt es noch eine Java-Runtime-Umgebung, wo eben ein Programm läuft, das wir entwickelt haben. Okay, alles recht und gut. Im Hintergrund gibt es auch noch ein paar Conjobs und ein paar Systemsachen für Backups und für File-Imports und so weiter. Auf das gehe ich jetzt ja nicht näher ein. Auf jeden Fall, man sieht, diese Komponenten sind sehr ineinander verschränkt. Wenn jetzt ein neues Requirement dazukommt, dann tut man sich als Entwickler schon einmal relativ schwer. Erstens einmal ist es Legacy-Code, sowohl in PHP als auch in Java. Das heißt, man tut sich mit modernen Entwicklungspraktiken eher schwer. Neue Requirements sind so eines der Furchtszenarien, das wir da haben. Das nächste ist eine geplante Migration. Wir würden jetzt dann vielleicht gerne, oder unsere IT-Abteilung sagt uns, wir müssen den Server leider abschalten, ihr müsst jetzt woanders hin migrieren.
Auch diese Situation haben wir bereits gehabt und diese Situation ist nicht gerade sehr zufriedenstellend. Es dauert dann relativ lange, bis man alle Komponenten wieder installiert hat. Also auch das ist nicht gerade die beste Situation. Und das Schlimmste, auch das haben wir schon gehabt, ist ein Server-Crash. Von heute auf morgen funktioniert der Server nicht mehr. Passiert, speziell in einer nicht virtualisierten Umgebung, passiert das zwischendurch. Jetzt haben wir Gott sei Dank eine virtualisierte Umgebung, aber das ist das Horrorszenario schlechthin. Der Server funktioniert von heute auf morgen nicht mehr. Es gibt viele Mitarbeiter, die von DED auf dieser Plattform hängen. Und dann muss man halt sehr schnell sehr viele Nachtschichten machen, damit das Ganze wieder funktioniert. Und aus dem Grund, das ist eben einer der Gründe, warum solche monolithischen Applikationen nicht mehr wirklich State of the Art sind. Gut, und dann kommen wir noch zum nächsten Punkt, zum nächsten Problem eigentlich. Das ist das Development. Beim Development ist es so, dass großteils Entwickler oder mehrere Entwickler auf der gleichen Umgebung herumarbeiten und die brauchen natürlich die richtige Entwicklungsumgebung. Vielleicht war das keine gute Idee, dass ich das jetzt so rein tue, weil jetzt konzentriert sich jeder auf das, aber das ist ja gut so. Genau, jeder Entwickler braucht irgendeine Entwicklungsumgebung und diese Entwicklungsumgebung ist großteils nicht genau diese Umgebung, wo es dann tatsächlich deployed wird und das ist ein großes Problem, weil so wie ich früher bei dem Beispiel gesagt habe, auf der Deployment-Umgebung gibt es irgendwelche Bibliotheken, irgendein Betriebssystem, das hat der Entwickler vor Ort meistens nicht und wenn er es hat, dann hat er nicht die gleiche Hardware, das heißt die gleichen Voraussetzungen sind eigentlich nie gegeben und das ist ein großes Problem bei der Entwicklung. Wenn man das tatsächlich für einen Entwickler noch einmal neu aufbauen würde, dann würde das sehr viel Geld und sehr viel Zeit kosten und das will man eigentlich nicht. Oder, was das Allerschlimmste ist, und deswegen habe ich das Bild oder dieses Video eigentlich reingetan, es wird auf der Production-Umgebung getestet. I've been there, I've done that, man sollte das nicht tun, weil wenn da irgendwas daneben geht, dann kann potenziell sehr viel daneben gehen. Und deswegen ist es besser, wenn der Entwickler irgendwie eine Möglichkeit hat, dass er seine komplette Entwicklung oder dass die Produktivumgebung auf seinem Rechner repliziert wird. Und zu dem kommen wir nachher später. Also ich habe jetzt sehr viele Probleme angesprochen. Später werde ich hoffentlich ein paar Lösungen noch dazu ansprechen. Gut. Und genau aus dem Grund ist man jetzt dazu übergegangen, dass man nicht große monolithische Applikationen baut, sondern dass man eine sogenannte Microservice-Architektur verwendet. Was ist diese Microservice-Architektur? Der Großteil oder der Hauptteil von dem Ganzen ist eigentlich das da unten. Das sind diese Container, das sind in dem Fall drei verschiedene Container aufgezeichnet. Was ein Container ist, werde ich dann auch später noch sagen. Aber nennen wir die jetzt einfach einmal Microservices. Für einen Benutzer, für einen Client schaut es so aus, der macht irgendwohin einen Request zu irgendeinem Server und es schaut so aus, als ob er von diesem einen Server, von dieser einen Stelle wieder eine Response zurückbekommt. Tatsächlich, so wie wir das früher beim Amazon-Beispiel gesehen haben, ist es aber so, dass diese eine Instanz, die den Request entgegennimmt, mehrere Requests untereinander noch macht zu verschiedenen Microservices, also zu verschiedenen Mini-Applikationen, deren Antwort abwartet und dann die Antwort gemeinsam zurücksendet zum Client. Das hat natürlich viele Vorteile. Erstens einmal sieht man da herunten, diese verschiedenen Microservices können in verschiedene Programmiersprachen geschrieben werden. Was da ganz was Wichtiges ist, always use the right tool for the right job. Es gibt Programmiersprachen, die für gewisse Sachen besser geeignet sind als andere Programmiersprachen. Das gleiche gilt für Bibliotheken. Gewisse Bibliotheken sind für gewisse Sachen besser geeignet als für andere Sachen. Und deswegen sollte eben die richtige Programmiersprache für irgendein Task verwendet werden. Und die Möglichkeit hat man mit einer monolithischen Umgebung oder mit einer Umgebung, die ich davor gesagt habe, die hat man zwar schon, aber dann ist das Deployment wieder erschwert. Das heißt, man verwendet da jetzt kleine abgeschlossene Programmteile, Microservices, die in verschiedenen Programmiersprachen programmiert sein können und die auch verschiedene Bibliotheken in verschiedene Versionen verwenden können. Die sind ja für sich abgeschlossen und dadurch funktioniert das. Das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, dass die Kommunikation da unter den Komponenten in einer gewissen Art und Weise, in einer definierten Art und Weise funktioniert, eben mit APIs. APIs, da sich sehr viele mit Softwareentwicklung schon beschäftigt haben, kennen wahrscheinlich die meisten. Und diese APIs sind eben vorab definiert
Und dadurch, dass die so gut definiert sind, können die Komponenten auch ganz einfach ausgetauscht werden. Wenn man später drauf kommen sollte, gut, diese Komponente Microservice One in Java programmiert, da ist vielleicht Java nicht mehr das Richtige. Wir verwenden jetzt etwas anderes. Wir machen eine neue Implementierung von diesem Microservice. Dann kann man die neue Implementierung machen. Da aber die APIs die gleichen bleiben und die Interfaces die gleichen bleiben, kann man einfach ein Drop-in-Replacement machen. Das heißt, man kann das Java Microservice abtragen und stattdessen eins in Go verwenden zum Beispiel, und es wird einfach seamless funktionieren, natürlich vorausgesetzt, es wurde richtig getestet und so weiter. Gut, natürlich hat das auch einen gewissen Nachteil, nämlich sieht man da unten, dass da sehr viele Requests untereinander gemacht werden müssen und dadurch kann es sein, dass die Applikation etwas langsamer sein wird. Kann nicht nur sein, wird ziemlich sicher so sein. Das ist aber etwas, was man mit modernen Infrastrukturen sehr gut in Kauf nehmen kann. Über das können wir dann später im Anschluss noch reden. Das funktioniert mittlerweile relativ gut. Gut, habe ich da alles abgedeckt an der Folie? Ich glaube schon. Genau. Die Frage ist jetzt dann, wie realisiert man solche Microservices? Also wie realisiert man solche kleinen, für sich abgeschlossenen Programmteile? Die klassische konventionelle Herangehensweise ist wahrscheinlich eine virtuelle Maschine. Virtuelle Maschinen kennt jeder, KVM, VirtualBox, was auch immer. Das Problem an einer virtuellen Maschine ist, wie man da auf der Grafik sieht, für jede virtuelle Maschine wird das gesamte Betriebssystem noch einmal neu emuliert. Das heißt, es gibt da zwar im Untergrund, also im Unterbau, irgendwo ein Betriebssystem, in dem Fall ist das da ein Hypervisor, darauf baut aber dann die virtuelle Maschine auf und jede virtuelle Maschine für sich braucht wieder ein eigenes Operating System, ein eigenes Betriebssystem. Und das führt natürlich zu relativ viel Overhead. Im Vergleich dazu gibt es jetzt dann die Container. Und bei einem Container ist es eigentlich so, da werden gewisse Funktionalitäten des Linux-Kernels verwendet, Prozesse für sich abgeschlossen laufen zu lassen. Das heißt, man hat jetzt dann Prozesse, die ebenso auf dem gleichen Operating System laufen wie die Hostmaschine, nur die sind abgeschlossen. Ich habe jetzt ein gewisses Subset an Prozesse, die für sich alleinstehend da sind und nur untereinander kommunizieren können. Für die Prozesse schaut es so aus, als ob die komplett abgeschlossen vom restlichen System wären. Und das ist jetzt dann das Elegante. Das heißt, es muss da nicht mehr ein komplettes Betriebssystem emuliert werden, sondern nur mehr noch die Prozesse, die auf diesem Betriebssystem aufsetzen. Wie das funktioniert, dazu kommen wir jetzt dann gleich. Gut, wie wird jetzt so ein Container-Image aufgebaut? Ein Container-Image, also in dem Fall verwenden wir, muss ich zuerst dazu sagen, in dem Fall verwenden wir Docker-Container. Docker ist so momentan eigentlich der Standard, wenn es um Containerisierung und Container-Virtualisierung geht. Und ein Docker-Image ist eigentlich so aufgebaut, dass es in Layer aufgebaut ist, also in verschiedene Schichten aufgebaut ist. Es sind ein paar in mein Alter noch erinnern, wer von euch weiß denn nicht, was Overhead-Folien sind? Ha, sehr gut, das ist schön. Das kann man sich eigentlich so vorstellen wie Overhead-Folien. Bei Overhead-Folien war es ja früher auch so, die Lehrerin hat irgendetwas gezeichnet und dann hat, oder der Lehrer, und dann ist da eine weitere Overhead-Folie draufgelegt worden. Da ist jetzt was anderes gezeichnet worden und dann ist wieder eine Folie draufgelegt worden und da ist was anderes gezeichnet worden. Das heißt, man hat jetzt seine Zeichnungen, Schichten kennen, man hat quasi unterhalb eine Grundversion gehabt und drüber baut man jetzt was anderes und drüber baut man jetzt noch was anderes, bis im Endeffekt nachher eine große Zeichnung entstanden ist. Und dann hat man aber die Schichten wieder wegnehmen können. Das, vielleicht war das nur bei mir so, aber das war sicher bei vielen anderen in der Schule auch noch so. Und genau so sind Container-Images aufgebaut. Ich baue zuerst eine Grundschicht auf. Aber diese Grundschicht kann ich mal von irgendwo runterladen. Das ist in dem Fall zum Beispiel ein Ubuntu 15.04-Image, weil ich für die Applikation vielleicht Ubuntu 15.04, also eine Uralt-Version, brauche. Und dann installiere ich mal darauf gewisse Software, die ich für diese Applikation brauche. Zum Beispiel an Apache oder was auch immer. Und dann konfiguriere ich diesen Apache. Das ist dann die nächste Schicht. Und dann installiere ich mir dazu noch ein PHP. Das ist dann die nächste Schicht. Und dann gebe ich dazu noch meine Web-Applikation. Das ist dann die nächste Schicht. Und dadurch habe ich jetzt ein komplettes Image aufgebaut von meiner Applikation und kann dieses Image jetzt unendlich oft eigentlich deployen, das heißt auf unendlich vielen Maschinen deployen, und die können wiederum mit genau diesem Image, das so ausschaut, arbeiten. Ist das ungefähr verständlich? Gibt es dazu vorerst irgendwelche Fragen? Gut. Wie das Ganze aufgebaut wird, steht jetzt da. Nämlich bei Docker passiert das mit einem sogenannten Docker-File.
Und wenn ihr euch jetzt an früher zurückerinnert, da gibt es eben diese einzelnen Schichten. Zuerst der Grundschicht und dann wird irgendwas installiert und konfiguriert und so weiter. Genauso passiert das im Dockerfile. Es gibt da zum Beispiel eine Grundschicht. Das ist ich verwende da ein fertiges PHP mit in der Version 7.3 im Hintergrund mit einem Apache-Server. Das wird von irgendwo runtergeladen. Irgendwo ist in dem Fall Docker Hub. Das ist ein Docker Container Repository, wo man sich fertige Container-Images runterladen kann. Das verwende ich als Base-Image. Base-Image, wenn davor from steht, dann wird eben genau das als Base-Image verwendet. Und dann mache ich darauf irgendeine Konfiguration. In dem Fall enable ich den Mod Rewrite. Das heißt, ich brauche für diese Applikation, wird eben genau das gebraucht, dass in der URL, dass irgendwie die URL umgeändert wird. Und genau dafür wird dieses Mod, diese Modification von Apache gebraucht, die enable ich da. Und danach installiere ich noch ein paar Sachen. Zum Beispiel brauche ich in dieser Web-Applikation Verbindung zu einem MySQL-Server und ich brauche die Bibliothek GetText. Gut, ganz einfach, dann installiere ich das damit. Und dann abschließend kopiere ich noch die Web-Applikation, die ich geschrieben habe in PHP, kopiere ich die in den Container rein. Und dadurch, durch diese 1, 2, 3, 4 Zeilen, habe ich eigentlich eine fertige Web-Applikation gebaut, die überall auf jedem Rechner, auf dem Docker installiert ist, deployen kann. Und das ist schon einmal relativ elegant. Was man dann noch machen kann, ist, dass man nachher, wenn man diese Images startet, also wenn man ein Image startet, wird daraus eine sogenannte Instanz. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie die meisten von euch kennen sich mit Objektorientierung aus. Eine Instanz ist quasi die Klasse, die ich definiere. Ein Image ist die Klasse, die ich definiere. Das heißt, der Image ist das, wie das tatsächlich ausschauen soll. Und die Instanz ist dann das Objekt daraus. Aus einer Klasse kann man viele Objekte machen, genauso ist es da, aus einem Image kann ich viele Instanzen machen. Okay? Das heißt, ich starte jetzt eine Instanz aus diesem Image, das ich da mit dem Dockerfile erzeugt habe und kann da jetzt sagen, ich habe aber da jetzt mehrere Docker-Instanzen, die alle miteinander kommunizieren sollen. Das heißt, ich mache da nichts anderes, als ich erstelle ein Docker-Network, ich erstelle ein internes Netzwerk und erstelle da jetzt mehrere Docker-Instanzen, die alle in dem gleichen Netzwerk sind. Das macht man da mit diesem --net-Parameter. Sieht man, mit --net kommt diese Docker-Instanz in das Netzwerk MyBridge hinein. Genauso da herunten, diese Docker-Instanz kommt auch in das MyBridge rein und diese Docker-Instanz kommt auch in das MyBridge rein. Das heißt jetzt nichts anderes, als dass diese drei Docker-Instanzen im gleichen Netzwerk sind und sich uneingeschränkt miteinander kommunizieren können. Das heißt, ich kann jetzt da in dem Nginx hergehen und kann sagen, ich baue jetzt eine Verbindung zum MySQL-Server da herunten auf, muss aber weder seine IP-Adresse noch sonst irgendwas wissen. Ich kann einfach direkt MySQL, also den Namen von diesem Container nehmen und kann mich da direkt drauf verbinden. Natürlich wird es zwischendurch so sein oder in den meisten Fällen so sein, dass ich trotzdem gewisse Ports von gewissen Container-Instanzen nach außen hin exploiten will. Das heißt, ich will zum Beispiel, dass dieser Port 80 vom Nginx-Server nach außen hin deployed werden soll und für die Außenwelt erreichbar sein soll. Das mache ich genau damit, mit diesem -p. Mit dem -p sage ich, -p steht übrigens für Publish, mit -p sage ich, der Port Nummer 80 von dem Nginx soll bitte auf den Port Nummer 80 von diesem Rechner deployed werden. Und dadurch habe ich jetzt dann da drauf eine Web-Applikation, die von außen hin erreichbar ist. Die anderen Ports, also dieser Port 8000 oder dieser Port 3306, sind aber natürlich nicht erreichbar. Die sind nur intern erreichbar. Und damit kann man relativ gut Web-Applikationen bauen, die untereinander abhängig sind, aber wo es nur einen einzigen Punkt gibt, mit dem sie nach außen hin erreichbar sind. Gut, und was es da noch gibt, sind die sogenannten Docker-Volumes. In den meisten Fällen ist es so, dass ich meine Applikationen, die in den Docker-Containern drin sind, irgendwie konfigurieren will. Meistens macht man das mit Config-Files oder mit irgendwelchen Dateien, die in irgendeinem Dateisystem sind. Und das funktioniert mit den sogenannten Docker-Volumes. Da kann ich dann sagen, gut, ich habe da den --Volume-Parameter und mit dem sage ich, dieser Ordner auf meinem Hostsystem, Home Chris Web, der soll bitte
in dem Container unter var.www.html aufscheinen. Das heißt, ich habe da jetzt quasi meine Web-Applikation in dem Fall und gebe jetzt diese Web-Applikation hinein in den Container. Was da auch sehr nett ist, ich kann, das zeigt dieses Beispiel nicht, aber später im Beispiel werden wir das sehen, ich kann da sogar sagen, bitte mach das nur read-only. Das heißt, die Web-Applikation, die ich da hineinbringe in den Container, die ist bitte nur read-only. Das heißt, der Container kann die Web-Applikation nicht verändern. Der kann sie nur lesen und damit nur an die Außenwelt bereitstellen. Weiters kann man das natürlich für Logging verwenden und auch für Persistence. Vorher, in dem vorigen Beispiel, haben wir gesehen, man kann auch Datenbanken containerisieren. Natürlich kann man das, aber bei Datenbanken ist es dann so, die sollen ja irgendwie persistent sein. Die sollen irgendwie ihre Daten auf das Dateisystem speichern und das soll einigermaßen sicher sein. Wenn der Container aber jetzt gestoppt und gelöscht wird, dann wären auch seine Daten weg. Und deswegen verwendet man eben genau diese Volumes auch dafür, dass die Daten, die im Container anfallen, persistent am Dateisystem gespeichert sind. Gut, das noch ganz kurz. Ich habe früher angemerkt, es gibt eben ein Repository, ein sehr großes Repository von allen möglichen Container-Images, also von allen möglichen Applikationen, die eben bereits containerisiert sind. Und das ist Docker Hub. Ich werde das ganz kurz zeigen. Docker Hub schaut ungefähr so aus. Man kann da jetzt einfach hergehen und kann sagen, gut, ich möchte gerne, keine Ahnung, eine Java-Applikation containerisieren. Was ich dann mache, ist, ich gebe da einmal eine Java, sondern Java ein. Ich will das ein bisschen größer machen. So. Ja, das war jetzt vielleicht ein blödes Beispiel. Ich gebe da OpenJDK ein. OpenJDK, wie viele vielleicht wissen, ist eben die Open Source Java Runtime Environment oder Java Development, das Java Development Kit. Und kann man da jetzt eigentlich einfach dieses OpenJDK herunterladen und mit diesem OpenJDK Container dann meine eigene Applikation reinbringen und meine eigene Applikation starten. Das gleiche gilt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Datenbank haben will, zum Beispiel eine MariaDB, kann ja einfach da suchen. Und kann dann sagen, gut, diese MariaDB verwende ich und da gibt es auch immer eine sehr schöne Beschreibung da herunten, wie dieser Container dann zu verwenden ist. Also das Ganze ist relativ simpel, relativ intuitiv aufgebaut und es funktioniert immer ganz gut. Gut, genau, das ist glaube ich die letzte tatsächliche Einführungsfolie, dann auch kommen wir schon zum praktischen Teil. Oft ist es auch so, wie ich früher angemerkt habe, dass meine Web-Applikation oder dass meine Applikation, die ich containerisieren will, nicht nur aus einem einzigen Container besteht, sondern aus vielen Containern, die irgendwie miteinander kommunizieren. Und da ist es teilweise relativ witzlos, wenn man dann diese Konfiguration mit einzelnen Kommandozeilen aufrufen machen muss. Deswegen gibt es Docker Compose und Docker Compose ist eigentlich dafür da, dass man vorab schon definiert, welche Container es alles gibt, auf welchen Images die passieren und wie die miteinander kommunizieren sollen und auch welche Volumes die haben. Das heißt, alles, was ich davor erklärt habe, kann man in diesem Konfigurationsfile, in diesem Docker Compose-File definieren. Und dann kann man einfach sagen, mit dem Kommando Docker Compose up wird dann genau dieses Docker Compose-File genommen und es werden potenziell mehrere Container in einem Rutsch einmal Rutsch gestartet und in einem Rutsch veröffentlicht und einfach einmal gestartet. Wie das gemacht wird, kommt jetzt dann gleich bei der Demo. Da sind wir jetzt dann auch schon. Zuerst noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Na, Werbung ist es keine. Ich habe früher gesagt, wir sind von der Forschungsgruppe Roadmap 5G und wir beschäftigen uns mit Applikationsentwicklung in modernen Kommunikationsnetzen. Wir haben im Mai, Anfang Mai, auch einen Workshop bei den International B2B Software Days in Wien. Also wer interessiert ist, kann da sehr gerne vorbeischauen. Die Teilnahme kostet leider ein bisschen was. Also wenn ihr vielleicht bei Firmen angestellt seid, dann könnt ihr das wahrscheinlich sehr gut als Dienstreise machen. Ja, war jetzt eine Werbung in eigener Sache, aber da wird es dann einen weiteren Vortrag zu dem Thema geben. Gibt es von eurer Seite vorerst einmal irgendwelche Fragen? Weil sonst gehen wir dann direkt zu den Demos. Ja? Wenn ich so ein Container-Image dann austauschen möchte, muss
sich dann immer das komplette Container-Image anpassen oder kann ich auch die Länge dazwischen? Ja. Also die Frage war für den Livestream, ob man bei diesem Layer-Beispiel, was ich da früher gezeigt habe, ob es einfach geht, dass man Layer dazwischen austauscht oder ob man da jetzt dann alles durchgehend austauschen muss. Es ist so, dass gehen wir vielleicht am besten zu diesem Beispiel, zum Docker Compose File. Also wenn ich da jetzt dann drauf komme, gut, ich möchte nicht nur diese zwei Bibliotheken installieren, sondern ich möchte nur etwas dazu installieren, hat man eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man schreibt das da direkt dazu, was aber, so wie du gerade erkannt hast, den Nachteil hat, dass dann dieses Layer neu erzeugt werden muss und alle darauf folgenden Layers auch wieder neu erzeugt werden müssen. Also es geht nicht, dass man ein Layer einfach nur so austauscht. Es müssen alle nachfolgenden Layer auch neu gebaut werden. Was ich dann meistens mache, ist, dass ich zumindest vor dem Schritt, wo ich meine Applikation reinkopiere, dass ich diese zusätzliche Installation erst dann mache. Das heißt, ich würde das jetzt dann in zwei Schritte aufteilen, nämlich würde ich zuerst das da genauso lassen und in der nächsten Zeile dann schreiben run docker bhpext install diese zusätzliche Bibliothek. Das heißt, ich würde versuchen, das so neu wie möglich am Schluss dazu zu bringen, damit die Layer davor unangetastet bleiben. Hat großteils den Grund, wenn ich jetzt dieses Container-Image dann publiziere, zum Beispiel auf Docker Hub, dann müssen, wenn ich ganz am Anfang etwas ändere, müssen alle Layer neu hochgeladen werden. Wenn ich nur das letzte Layer ändere, muss nur das letzte Layer noch neu hochgeladen werden. Genau. Bitte. Best Practice dazu ist, man kann sich auch vorher schauen, was ändert sich häufig, was ändert sich weniger häufig und das, was sich häufig ändert, eher am Schluss machen, weil jetzt bilden viel schneller. Genau, ja. Deswegen macht man seine eigene Applikation, weil an der eigenen Applikation ändert sich wahrscheinlich am meisten oder am öftesten was, die gibt man ganz zum Schluss in den Container rein. Genau, das ist die Best Practice, dass das, was sich häufig ändert, dass man das zum Schluss reingibt. Ja. Danke. Gut, dann hätte ich gesagt, wir schauen uns jetzt die Demo an. Bevor ihr euch wundert, ja, ich verwende da Windows. Manche von uns sind leider firmenmäßig noch immer darauf angewiesen. Und genau deswegen, irgendwann einmal ist der Leidensdruck zu groß geworden und ich hab mich dann dazu entschieden, ich will versuchen, so viel wie möglich zu containerisieren, weil mittlerweile auf modernen Windows-Varianten gibt es das WSL, das Windows Subsystem for Linux, wo im Hintergrund sowieso ein Linux-Kernel läuft und dann funktioniert die Containerisierung mehr oder weniger problemlos. Genau. So. Zum ersten Beispiel. Das erste Beispiel, da geht es einmal um die Containerisierung an sich. So, jetzt, genau. Dieser Ordner. Ich zeige euch da zuerst einmal ein Docker-File und eine ganz, ganz minimale kleine Web-Applikation dazu. So, das ist das Docker-File dazu. Das heißt, diese Web-Applikation, die wir da jetzt beispielhaft bauen, ist nichts anderes als ein kleines PHP mit Apache dabei und darin kopiere ich, also das ist ähnlich wie das Beispiel, was wir davor auf der Folie gesehen haben, da hinein kopiere ich dann irgendeine Webseiten. So, was da gemacht wird, ist, ich nehme wieder das PHP-Image in der Version 7.3 mit einem Apache-Server, installiere dann da irgendetwas dazu, also enable da den Mod Rewrite, installiere dann das MySQL, also die MySQL-Bibliothek und die GetText-Bibliothek und kopiere dann den Ordner www in das Container-Image rein unter var-www-html. Warum genau var-www-html? Ganz einfach aus dem Grund, weil ich vorher geschaut habe auf Docker Hub, das können wir jetzt dann gleich machen, schauen wir mal rein, auf Docker Hub, wenn ich da jetzt nach dem PHP suche, dann komme ich da zum PHP-Container-Image und irgendwo da unten drinnen steht, so, jetzt hoffe ich, dass ich das finde, ja, ist relativ umfangreich, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, ist aber egal, irgendwo da drinnen steht, dass das Root-Verzeichnis, also das Web-Root-Verzeichnis, sich unter var-www-html befindet. Und genau deswegen kopiere ich da meine Web-Applikation in dieses var-www-html-Verzeichnis.
Web-Applikation ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil die Web-Applikation besteht nur daraus. Es ist ein ganz normales PHP-Info, das heißt einfach nur, um zu zeigen, dass das PHP läuft, dass es die richtige Version hat und dass da die richtigen Bibliotheken installiert sind. Gut, wenn wir das jetzt dann haben, eigentlich braucht man nur genau diese zwei Files und dann öffnen wir unsere Shell, gehen in das richtige Verzeichnis. Das war jetzt ein PHP MySQLi. Und was wir da herinnen jetzt eigentlich machen, ist nichts anderes, als wir bilden diesen Docker-Container. Das heißt, wir sagen jetzt da herinnen, basierend auf dem Docker-File, das sich da herinnen befindet, bilde mir bitte jetzt ein Container-Image. Gut, was wir da machen ist Docker-Build. Dann geben wir dem Ganzen natürlich auch einen Namen. Das heißt, mit minus minus name sagen wir, gut, das ist mein PHP MySQLi. Und was machen wir da noch? Muss ich auf meine Cheat-Sheet noch schauen. Na, das war jetzt natürlich ein Blödsinn. Wir geben dem Ganzen einen Tag PHP MySQLi und wir sagen ihm, bitte verwende in diesem Verzeichnis das Docker-File. Also gibt da zum Schluss einen Punkt an. Jetzt noch einmal zum Zusammenfassen. Wir sagen Docker-Build, geben dem Ganzen einen Tag mit PHP MySQLi. Das heißt, wir sagen dem jetzt an, dieses Image heißt dann PHP MySQLi. Wir könnten da hinten auch noch eine Version dazu geben. Das heißt, ich könnte jetzt sagen Doppelpunkt 1.0 oder Doppelpunkt latest zum Beispiel. Damit sagen wir ihm, das ist die aktuellste Version und drücken dann Enter. Was dann passiert ist, der wird eine Verbindung zu Docker Hub machen. Logisch muss er ja, weil im Docker Hub drinnen befindet sich ja genau dieses Image. Das heißt, er baut eine Verbindung zu Docker Hub auf, kopiert sich dann dieses entsprechende Image her und das sieht man dann da herunten, Schritt 1 von 4, ich hoffe, das kann man so halbwegs lesen, sonst sage ich euch, was da passiert. Schritt 1 von 4, der holt sich von Docker Hub jetzt dann genau das Image her. Dann sieht man da, Schritt 2 von 4, da steht dieses A2NMod Rewrite. Das heißt, das ist genau dieser Schritt. Und das Gleiche passiert dann für die ganzen folgenden Schritte. Das heißt, da gibt es dann Schritt 3 von 4, wieder das gleiche, das Kommando, was wir davor gesehen haben, Schritt 4 von 4. Bei mir geht das jetzt im Übrigen so schnell, weil ich das davor schon mal gemacht habe. Das heißt, der cached sich das natürlich. Und dann kriege ich zum Schluss eine Erfolgsmeldung, die sagt, jawohl, du hast jetzt dein Docker-Image erzeugt. Super. Was machen wir jetzt mit dem Docker-Image? Naja, ganz einfach. Wir starten das natürlich. Das heißt, ich sage da jetzt Docker Run. Logisch, ich will irgendein Image zum Laufen bringen. Jetzt dann mit minus minus name sage ich, das ist mein PHP Test. Und natürlich will ich jetzt dann auch einen Port exposen. Das heißt, ich will jetzt dann auch sagen, gib mir bitte den Port 80, also den HTTP-Port, damit ich das irgendwie erreichen kann. Mit minus p 80, Doppelpunkt 80, sage ich, bitte nimm den Port 80 von inside, also vom Container drinnen und expose diesen Port auf Port 80 nach außen. Und ich sage jetzt natürlich auch, welches Image er starten soll. Das ist das PHP MySQLi. Wenn ich jetzt Enter drücke, dann hoffen wir ganz stark, dass das funktioniert. Schaut jetzt ganz gut aus, ich kriege keine Fehlermeldung. Und dann öffne ich den Browser und sage da herinnen, schauen wir mal, was sich gerade auf Localhost befindet. Und tatsächlich befindet sich da jetzt dieses PHP-Info. Auch natürlich in der richtigen Version mit 7.3. Und wenn ich da jetzt suche, weil wir haben ja da früher gesehen, ich habe da zum Beispiel noch das MySQLi noch installiert. Wenn ich da jetzt suche auf dieser Webseite nach MySQLi, dann wäre ich irgendwo da herunten, genau, sehe ich da den Abschnitt, aha, da ist tatsächlich jetzt das MySQLi installiert. Und dadurch weiß man, gut, man hat sich da jetzt ein Container-Image gebaut mit einer Web-Applikation unter Anführungszeichen und in der befindet sich das Ganze jetzt. Und da wir zeitlich Schnöpsel knapp sind, gehen wir jetzt noch zum zweiten Beispiel, das ist das Docker-Compose-Beispiel. Und zwar, ich schätze mal, jeder von euch kennt WordPress. Das ist das Open-Source-Content-Management-System, ursprünglich für Blogging. Und mit diesem Docker-Compose-File, was ihr da seht, wird genau so ein WordPress-Server erzeugt. Der WordPress-Server im Prinzip besteht aus genau zwei Teilen, nämlich aus dem Datenbankteil da oben. Dafür wird eine ganz normale MariaDB verwendet in der aktuellsten Version.
Das Ganze wird entsprechend konfiguriert. Das Ganze hat natürlich auch ein Volume. Das heißt natürlich, wie wir früher gesagt haben, eine Datenbank soll irgendwie persistent, eine gewisse Persistenz haben. Das heißt, ich habe da ein gewisses Volume. Das soll natürlich Read-Write gemountet sein. Wir brauchen da drinnen auch Schreibrechte. Das Ganze passiert in irgendeinem Netzwerk und da werden dann irgendwelche Environment-Variablen gesetzt, um eben eine gewisse Grundkonfiguration zusammenzukriegen. Es werden gewisse Ports exposed. Und dann haben wir da unten noch ein WordPress und da wird auch wieder von Docker Hub das WordPress in der aktuellsten Version runtergeladen. Dann werden da die WordPress-Daten, dafür gibt es irgendein Verzeichnis. Das Ganze passiert im gleichen Netzwerk und da wird der Port mit der Nummer 80 exposed. Dem wird natürlich auch mitgeben, wie er die Datenbank erreichen kann. Und ja, genau, das war es eigentlich mehr oder weniger. Diese zwei Ordner übrigens, also der WP-Data und der DB-Data, kann ich euch zeigen, die sind momentan nicht leer, aber machen wir sie einmal leer. Das heißt, die löscht da jetzt alles raus, damit wir wirklich komplett blanken Start haben. Und danach starten wir das ganze Ding einmal. Zuerst einmal brechen wir das ab. Das stoppen wir einmal. Und jetzt sagen wir da erinnern, wie früher auf der Präsentationsfolie zu sehen war, Docker Compose Up. Da wird dann eben jetzt genau dieses Docker Compose File angeschaut und die Container werden entsprechend gestartet. Das dauert jetzt ein bisschen, da eben WordPress sich zuerst die ganzen Daten kopieren muss, da die Datenbank sich zuerst initialisieren muss und so weiter. Das heißt, da passiert jetzt ein bisschen was. Aber im Hintergrund können wir schon den Browser aufmachen und einfach einmal diese Webseite neu laden, also Localhost. Ja, das dauert jetzt noch immer ein bisschen, aber jetzt haben wir eigentlich schon eine fixfertige WordPress-Seite mit relativ wenig Aufwand, würde ich sagen, weil wenn man sich jetzt an dieses Docker-Compose-File anschaut, da ist jetzt nicht viel was dahinter. Normalerweise hat man da wahrscheinlich mehr zu tun, wenn man ein WordPress sich installiert. Gut, das war's fürs erste Mal von meiner Seite. Ich sage vielen Dank und sorry, dass es jetzt zum Schluss eher so hektisch geworden ist wegen der Zeit. Aber wenn es irgendwelche Fragen gibt, bitte, sehr gerne. Bitte. Bei den Volumes, Das ist jetzt, man könnte sagen, ein bisschen von Docker und also ein typischer Windows-Pfad mit einem Laufwerksbuchstaben. Genau. Generalisieren, dass man sagt, man hat Docker-Compose-File, gute Frage. Ja, das geht, genau, sorry. Die Frage war, ob man das jetzt so generalisieren kann, dass da jetzt nicht ein Windows-Pfad unter Anführungszeichen erscheint, sondern etwas Generelleres, also damit es auf Linux dann gleich funktioniert wie unter Windows. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Müsste ich nachschauen, weiß ich jetzt leider nicht. Genau, einen relativen Pfad kann man nehmen, ja, stimmt. Okay. Ja, bitte. Ja, also Antwort auf diese Frage ist, Docker hat ein eigenes Verzeichnis für die Volumes und wenn wir das haben, das müsste dann gleich sein, sowohl ja als auch da. Das stimmt, ja, das stimmt, guter Punkt. Docker hat ein eigenes Volumes-Verzeichnis. Da rein kann man das bringen, das heißt, das ist dann aber wieder was Ähnliches wie der relative Pfad, aber es funktioniert einfach auf jeder Docker-Installation, ja, das stimmt. Dann muss man es natürlich auch entsprechend backuppen, wenn man jetzt an die Datenbank, also wenn man die Datenbank-Files oder irgendeine Files backuppen will, dann muss man halt dieses Docker-Verzeichnis da backuppen, ja. Wobei das eher das Anforderung ist, wenn man separat mit Docker einfach backuppt, Dann hat man das automatisch alles drin, Container, die Images, alles. Genau, ja. Ist relativ einfach, ja, stimmt, ja. Gut. Noch irgendwelche Fragen? Wenn nicht, dann vielen Dank.